Geh nochmal zurück zu gucken, ob ich durch die andere Tür auch komme. Nur mal als Test, ne? Nur mal als Test. Ob das auch auf der anderen Seite so gut klappt. Bitte lebt ihr jetzt nicht. Ich habe ein Feuerzeug ausgerüstet. Jo, kommen wir auch durch. Okay. Feuerzeug hilft anscheinend wirklich. Habe ich um ehrlich zu sein gezweifelt. Dieses Gerät leitet Strom in den Bordlift. Den Schalter betätigen. Jo. Es tut sich nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Wie wär's, wenn ich mal... ...das Ding benutze? Dann bin ich das auch schon mal los. Das ist ja mal, sehr schön. Das ist ja mal schon sehr schön. Ich lasse den Brick hier auch nochmal. Brick. Oh Gott, jetzt rede ich schon luxburgisch. Das Feuerzeug mal an. Ist, glaube ich, gar keine so schlechte Idee, das Feuerzeug noch anzulassen hier. Mir gefällt gerade diese bedrohliche Musik nicht, wenn ich ehrlich bin. So, was machen wir jetzt als nächstes? Da hinten scheint so ein Lift zu sein. Da blinkt was. Das will ich auch haben. Also. Hier ist auch nichts. Da ist eine Leiter, glaube ich. Hier ist, hier ist so ein Aufzug. Okay, der funktioniert auch. Okay. Ja, sein könnte, dass da irgendwo was Interessantes ist. Jo, wir bewegen mal. Ich will noch mal. Ja, wie, auf dem Rummel.
Ja, das ist ganz so wie auf dem Rummel hier. Funktionsstörung bei niedrigem Strom, jojo, ist mir egal. Gerade war da keiner drauf, wie ich runtergeguckt habe, nur mal so. Oh Gott! Oh! Mit Pfeile, ich hab nicht mal eine Armbrust. Ich werde hier sterben, glaube ich. Und das allein wegen der Steuerung werde ich hier sterben. War das jetzt? Biohazard-Karte nehmen. Toll, wir haben noch eine Karte. Eine Kontrollrahmen. Okay. Kontrolltafel nicht haben. Ich wollte auch noch gucken, wie es oben mit dieser Tür aussieht. Vielleicht hat hier was Gutes für uns. Lässt sich mal öffnen. Ob es gut ist, weiß ich noch nicht. Okay. Müssen wir jetzt wieder zu dem Haus, wo wir den Code eingeben? Ehrlich, weiß ich gerade nicht. Und was mache ich mit Pfeilen? Wo kriege ich die Armbrust her? Ich habe etwas verpasst. Irgendwo muss ich die ja wohl herbekommen. Ich weiß, dass sie eine Armbrust kriegt, aber... Ich finde es interessant, dass wir jetzt schon Muni finden für die Armbrust. Die wir noch nicht besitzen. Eine silberne Schlüsselkarte kann in der Trainingsanlage genutzt werden. Sehr schön. Müsste man nur wissen, wo die Trainingsanlage ist. Resident Evil und ihre Rätsel, ne? Ach, wir müssen dringend zum Safe Room. Dringend. Weil, sonst sterben wir.
Ist aber auch nirgendwo ein Safe Room. Hätte doch vielleicht einmal zwischenspeichern sollen. Ich habe jetzt so lange nicht mehr gespeichert. Wenn ich jetzt sterbe. Dann ist es wirklich gerade richtig mies. Was zu heilen wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Dass das jetzt alles klappt, dass wir jetzt zurück da zurückkommen, wo ich hin will und dann speichern kann. Am besten ohne, dass wir jetzt noch 10-mal angegriffen werden. Wäre ganz cool. Ah, jetzt bleibt das U-Boot aber da. Ich wollte nochmal hier gucken, ob wir... Vorhin hatten wir ja keinen Platz, um das mitzunehmen. Hier lagen also auch schon Pfeile. Sofort hier rein. Und dann hoch zum Speicherraum. Erstens heilen. Zweitens speichern. Aber ich glaube, heilen hat gerade Vorrang. Ich möchte. So, dann legen wir das wieder ab. Eigentlich können wir auch gerade die ablegen. Ich weiß zwar, dass wir die irgendwann Steve müssen geben, aber... Moment, bräuchten wir die nicht. Ja, es sind noch 20 Minuten. Ich guck mal, ob ich noch ein bisschen was mache. Herrenhaus irgendwie eine
Eine Tür mit der ID-Karte öffnen. Ich habe absolut keine Ahnung gerade, ne? Eindeutig falsch. Jo, wenn ich jetzt auch den Weg nie mehr sollte finden in dieser Folge, ist auch nicht so fatal, denn das ist halt fürs nächste Mal, ne? Sehr viel hin und her gelaufen, immer bei Resident Evil. Und manchmal frage ich mich, wie sie auf. Also, was sie von uns verlangen, dass wir auf manche Ideen kommen, wo wir hier gerade hin müssen. Es ist nämlich so lange her, dass ich ehrlich bin und gerade nicht weiß, wo ich diese ID gebrauchen kann. Erstmal gucken, was dahinter wieder steckt. Eine Filmsequenz oder so. Nee, okay. Es geht einfach nur Treppen runter. Dies ist sehr sicher verschlossen. Ich kann es nicht öffnen. Müssen wir jetzt wieder zurück ins Gefängnis? Ich bin so langsam so verwirrt, ne? Ach ja, ach ja. Bin ehrlich, ich weiß wirklich gerade nicht. Eigentlich ist es gut, sie manchmal zu ignorieren, aber nachher, wenn ich wieder zurück will, stehen sie wieder da. Lustig ist, Touchpad-Taste drücke ich im Moment für Karte. Ist auch nicht schlecht, ne? Ich glaube zwar nicht, dass das hier war, weil hier so eine. So, hier ist so eine Eingravierung. Eine Aussparung. Der war's ja auch nicht.
Bei allem hoffe ich, dass es nicht hier war. Entschuldigung. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir stoppen einfach hier und das ist dann fürs nächste Mal. Beim Streamer, komm, vielleicht noch 3 Minuten gebe ich hier noch irgendwem eine Chance, irgendwas herauszufinden, aber im Moment sieht es nicht danach aus, als würde ich irgendwas finden, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, mal gucken. Mal gucken. Jo. Sag mal, wo kommt ihr denn her? Bin wahrscheinlich so krass auf dem Holzweg. Ich hätte irgendwas bei dem Herrenhaus müssen. Natürlich, was mich aber... Jo. Wenn es hier stutzig macht, ist das immer wieder neue Zombies gerade spawnen. Kommen wir wieder ins Gefängnis, ne? Natürlich könnte ich jetzt auch noch... Ne, ich habe keine nichts dabei zum Speichern. Ich wollte sagen, natürlich könnte ich jetzt auch noch mal speichern. Eigentlich bringt mir das hier gar nichts. Aber nicht, dass es hier irgendwo hingeht. Nee, dieses Rumgelauf. Okay, ich kann, wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Sachen ausgeschlossen. Das ist schon mal von Vorteil, aber... Viel hat es jetzt auch nicht gebracht, ne? Dann würde ich sagen, wende ich mal hier die Aufnahme für YouTube.
Thank you.